Wenn du selbstständig bist, musst du mit deiner Einkommensteuererklärung und Gewerbesteuererklärung deinen Gewinn versteuern. Und in dem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wie berechnet man eigentlich seinen Gewinn? Denn so ganz einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Es gibt zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Buchhaltung machen kann. Das eine ist die Bilanzierung, also das Ergebnis der Buchhaltung ist dann eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Das musst du immer dann machen, wenn du Gewerbetreibender bist und über 80.000 Euro Gewinn machst oder über 800.000 Euro Umsatz. Wenn du Freiberufler bist oder Gewerbetreibender unter diesen Grenzen, dann erstellst du zur Gewinnermittlung eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung. Und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man eine solche Einnahmenüberschussrechnung mit Zefdesk macht. Und dafür nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns hier im Dashboard von Zefdesk. Wir haben einmal das letzte Jahr ausgewählt. Hier einmal das letzte Jahr. Und hier sehen wir ganz grob schon einmal, was habe ich denn an Gewinn gemacht. Und zwar 33.905 Euro nach der Einnahmenüberschussrechnung. Problem gelöst, Video zu Ende. Nein, das reicht natürlich noch nicht. Wir sehen aber hier einmal ganz im Überblick, dass wir ungefähr 58.000 Euro Betriebseinnahmen hatten und 24.300 Euro Betriebsausgaben. Wir sehen die offenen Forderungen. Wir sehen auch, wie sich unsere Kosten zusammensetzen. Ich habe relativ viel für Miete ausgegeben, für Fremdleistungen, Werbekosten, Abschreibung und so weiter. Wir sehen, von welchen Kunden wir Umsätze gemacht haben, sehen wir den Kontostand und so weiter. Das alles reicht natürlich jetzt noch nicht aus. Also wir können jetzt nicht diese eine Zahl einfach nehmen und die in die Einkommensteuererklärung schreiben. Denn wir müssen als Selbstständige im Rahmen der Einkommensteuererklärung eine sogenannte Anlage EÜR ausfüllen. Und EÜR erklärt sich eigentlich von allein, das ist die Einnahmenüberschussrechnung. Und dafür brauchen wir die gesamte Gewinnermittlung. Die können wir in Zefdesk finden unter Auswertungen. Da sehen wir EÜR. Und wenn wir hier einmal das gesamte Jahr 2023 auswählen, dann sehen wir hier direkt auch die gesamte EÜR des Jahres 2023. Aber ich möchte hier noch einmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar möchte ich auf die Frage eingehen, wie landen hier eigentlich Zahlen drin? Und zwar schauen wir uns das einfach mal an bei den Betriebseinnahmen. Das kann man hier ausklappen. Und dann sehen wir eine ganze Reihe an Positionen. Die werden nachher nochmal relevant. Und hier sehen wir Beschreibungen. Das heißt, man sieht hier, ich habe ungefähr 34.000 Euro gemacht mit umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen ohne solche zum ermäßigten Steuersatz von 0%. Also keine steuerpflichtigen, steuerfreien Umsätze. Und wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich auf der rechten Seite nochmal so eine Übersicht, was da eigentlich dahinter steckt. Und wenn ich hier zum Beispiel auf Eulogia Verlags GmbH klicke, dann öffnet sich meine Rechnung, die quasi an diese Stelle in die Einnahmenüberschussrechnung eingeflossen ist. Das heißt, ich kann mir jetzt nochmal die Rechnung anschauen. Das sind Buchverkauf, Tantiem, Pauschal mit 7% Umsatzsteuer. Hier sehe ich auch, die Rechnung wurde bezahlt am 3.7.2023 und so weiter. Das heißt, ich komme von der Einnahmenüberschussrechnung auf die Rechnung und kann das Ganze jetzt kontrollieren. Bei der Einnahmenüberschussrechnung ist ein Punkt ganz wichtig, und zwar welches Datum gilt eigentlich. Und zwar schauen wir uns mal die nächste Kategorie an. Das sind die Betriebseinnahmen, die umsatzsteuerfrei sind oder nicht umsatzsteuerbar und so weiter. Ich sehe hier, hier gibt es eine ganze Menge an Google Irland Rechnungen. Und da gucken wir uns auch einfach mal eine an. Hier Google Irland, das sind AdSense-Einnahmen. Und zwar AdSense-Einnahmen aus dem August. Und diese Rechnung habe ich gestellt am 11. September. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wann fließt eigentlich diese Einnahme ein in die Einnahmenüberschussrechnung? Und bei der Einnahmenüberschussrechnung gilt grundsätzlich das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, weder der Leistungszeitraum noch das Rechnungsdatum ist entscheidend, sondern der Zahlungszeitpunkt. Am 11. September 2023 ist dieser Betrag von 2.081,55 Euro in die Einnahmenüberschussrechnung eingeflossen. Und wir gehen einmal zurück. Hier sehen wir also die gesamte Einnahmenüberschussrechnung. Und wenn wir das Ganze ausklappen, sowohl die Betriebseinnahmen als auch Betriebsausgaben, sehen wir ziemlich genau, wofür wir Geld ausgegeben haben. Und diese Positionen sind die Felder in Elster Online. Das heißt, das sind die Positionen in der Anlage EÜR, wo die jeweilige Zahl eingetragen werden muss. Das schauen wir uns gleich im Detail noch einmal an. Aber bevor wir jetzt einfach hingehen, das letzte Jahr auswählen, diese ganzen Zahlen nehmen und in die Anlage EÜR übertragen, gibt es ein paar Dinge, die du auf jeden Fall einmal machen solltest, bevor du quasi deine Einnahmenüberschussrechnung abgeschlossen hast. Und zwar ist der erste Punkt, du solltest unbedingt deine Zahlungen überprüfen. Das heißt, du solltest hier ganz genau schauen, was ist eventuell noch offen. Gibt es noch Eingangs- oder Ausgangsrechnungen, die nicht bezahlt worden sind, wo es aber eigentlich eine Zahlung gab auf einem Bankkonto oder vielleicht auch bar, dann musst du das unbedingt bei den Zahlungen erfassen. Wenn du hier dein Bankkonto verknüpft hast, fällt dir das auch sofort auf, aus dem einfachen Grund,
Grund, weil die Zahlung dennoch nicht mit einem Beleg zugeordnet ist, weil du hast hier ja jeweils die Zahlungen mit dem Beleg verknüpft. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel an die Zahlung an SafeDesk in Höhe von 13,63 Euro hängt auch der Beleg von SafeDesk jeweils dran. Und das sollte bei all diesen Zahlungen sein. Warum? Weil es für deine Gewinnermittlung vollkommen egal ist, ob du eine Rechnung bekommen hast oder eine Rechnung geschrieben hast. In die Einnahmenüberschussrechnung fließt das Ganze immer erst dann ein, wenn du einen Zahlungszeitpunkt hast. Und deswegen ist das so extrem wichtig, dass bevor du anfängst, mit der Einnahmenüberschussrechnung irgendwas zu machen, dass du erstmal alle Zahlungen des entsprechenden Jahres tatsächlich mit jeweiligen Belegen verknüpft hast. Weil wenn du das nicht getan hast, dann sind die jeweiligen Ausgaben oder Einnahmen nicht Bestandteil der Einnahmenüberschussrechnung und das wollen wir natürlich sicherstellen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar einzelne Punkte, die standardmäßig gerne vergessen werden, weil man sie einfach so bei der laufenden Buchhaltung nicht macht. Die solltest du aber einmal machen, um deine Einnahmenüberschussrechnung abzuschließen. Und zwar gibt es auch ein paar Dinge, die du einfach absetzen kannst. Und den ersten Punkt, den du bei dir überprüfen solltest, ist die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Du findest übrigens zu all den Punkten, die ich jetzt anspreche, nochmal unten in der Videobeschreibung vertiefende Videos, weil ich nicht jedes Thema in vollständiger Länge und Komplexität hier jetzt erklären kann. Die Homeoffice-Pauschale ermöglicht es dir, auch wenn du kein separates Arbeitszimmer hast, 6 Euro pro Tag abzusetzen als Geschäftsausgabe, als Betriebsausgabe. Und das Ganze an bis zu 210 Tage im Jahr. Das heißt, du kannst als Betriebsausgabe bis zu 210 mal 6 Euro, also 1260 Euro als Betriebsausgabe buchen. Und das reduziert dann natürlich deinen steuerpflichtigen Gewinn und damit auch deine Steuerlast. Das Gleiche gilt für die sogenannten Verpflegungsmehraufwendungen. Du darfst deine eigene Verpflegung, also Wocheneinkauf und so weiter, darfst du nicht von der Steuer absetzen und deswegen auch nicht als Betriebsausgabe hier in der Buchhaltung erfassen. Was du aber machen darfst, ist, wenn du relativ lang auf Geschäftsreisen bist, also relativ lang bedeutet länger als 8 Stunden, dann kannst du sogenannte Verpflegungsmehraufwandspauschalen absetzen. Das heißt, für jeden einzelnen Tag, an dem du länger als 8 Stunden von zu Hause weg bist, darfst du eine Verpflegungsmehraufwandspauschale buchen als Geschäftsausgabe, ohne dass du tatsächlich Kosten haben musst. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst gar nichts essen und darfst trotzdem diese Verpflegungsmehraufwandspauschale buchen. Und auch die solltest du einmal im Jahr als Betriebsausgabe erfassen. Du kannst das Ganze natürlich auch monatlich machen, aber spätestens beim Erstellen der Einnahmenüberschussrechnung solltest du diese beiden Pauschalen ansetzen. Neben den Pauschalen, die du als Betriebsausgabe buchen kannst, gibt es noch 2 Dinge, die du unter Umständen nicht absetzen kannst, obwohl du sie unterjährig hier erfasst hast. Und zwar schauen wir uns dafür mal die Betriebsausgaben an und dann die beschränkt abziehbaren Betriebsausgaben. Die können wir auch hier ausklappen und dann sehen wir hier einmal die Bewirtungsaufwendungen nicht abziehbar und die Bewirtungsaufwendungen abziehbar. Da sehen wir auch, in beiden Fällen ist etwas erfasst worden. Können wir einfach mal draufklicken. Dann sehen wir, ich war bei Ristorante Pizzeria Italia einmal essen. Ich klicke da einmal drauf und sehe dann auch, was hier genau passiert ist. Und zwar war ich einmal offensichtlich essen für 150 Euro mit Geschäftspartnern und hier steht auch genau, was hier passiert ist. Ich darf nämlich von Bewirtungskosten nur 70% als Betriebsausgabe erfassen und 30% sind nicht abziehbare Betriebsausgaben. Das sieht man auch genau hier in der Berechnung. Das Ganze ist nämlich aufgeteilt auf 70% abziehbar und 30% nicht abziehbar. Das heißt, SafeDesk macht das in der laufenden Buchhaltung schon von ganz allein, dass aufgeteilt wird zwischen nicht abziehbar und abziehbaren Bewirtungsaufwendungen. Das ist ganz typischerweise das, was man einmal im Jahr nochmal umbuchen muss, von abziehbar auf nicht abziehbar. Ein anderer Punkt, bei dem das unter Umständen notwendig ist, sind die sogenannten Geschenke. Denn Geschenke an Geschäftspartner darfst du nur dann absetzen, wenn du pro Geschäftspartner pro Jahr nicht mehr als 50 Euro ausgibst. Und es kann ja sein, dass du irgendwann zu Ostern mal ein 30 Euro Geschenk gemacht hast und dann zu Weihnachten nochmal und dann hast du an diesen Geschäftspartner in diesem Jahr mehr als 50 Euro verschenkt. Und dann führt es dazu, dass du alle Geschenke an diesen Geschäftspartner nicht mehr als Betriebsausgabe erfassen kannst. Und dann musst du das Ganze umbuchen von Geschenke abziehbar auf Geschenke nicht abziehbar. Wenn du keinem Geschäftspartner Geschenke gemacht hast von mehr als 50 Euro pro Jahr, dann sind alle deine Geschenke als Betriebsausgabe abziehbar und dann darfst du das hier stehen lassen. Du kannst das Ganze auch relativ leicht überprüfen, indem du hier einfach draufklickst und dann siehst du, welche Ausgaben du für Geschenke hattest. Wir sehen, ich war nicht so besonders spendabel, das heißt, ich habe sowieso keine Geschenke gemacht. Das bedeutet, ich kann sowieso auch nichts absetzen, ist aber auch kein Problem, weil ich auch keine Kosten hatte. Ein weiteres To-Do
du beim Erstellen der Einnahmenüberschussrechnung sind die Privatentnahmen und Privateinlagen. Ich empfehle dir grundsätzlich ganz dringend ein separates Geschäftskonto von deinem privaten Konto zu haben. Das heißt, du hast auf jeden Fall mindestens ein Geschäftskonto und ein privates Konto. Und dann zahlst du dir einfach so etwas wie ein Gehalt aus. Das ist steuerlich gesehen ehrlicherweise kein Gehalt, weil steuerlich gesehen rechnen wir genau das. Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ergibt den steuerpflichtigen Gewinn. Privatentnahmen und Einlagen von Geld sind steuerlich vollkommen neutral. Du musst sie aber tatsächlich trotzdem in der Anlage EÜR erfassen. Und diese Zahlen sehen wir hier unten tatsächlich auch. Denn ich habe in diesem Jahr 24.000 Euro Entnahmen. Und 24.000 Euro sind 2.000 Euro im Monat. Das heißt, das ist das Gehalt, was ich jetzt zumindest in diesem Beispiel mir einfach monatlich entnommen habe. Und das muss ich tatsächlich auch bei Elster dann eintragen in Feld 122. Das Ganze solltest du ausrechnen. Natürlich auch die andere Seite. Das heißt, wenn du vom Privatkonto aufs Geschäftskonto Geld überwiesen hast, zum Beispiel dein Startkapital bei einer Gründung, dann musst du das Ganze hier erfassen. Das machst du natürlich unterjährig. Was du aber auch einmal im Jahr überprüfen solltest, ob du unter Umständen auch Leistungen entnommen hast. Das häufigste Beispiel, wie man Leistungen entnimmt aus einem Unternehmen, ist die Verwendung des Firmen-Kfz für private Zwecke. Das heißt, da führst du dann Fahrtenbuch oder eine 1%-Methode und dann musst du tatsächlich die Entnahme der Leistung, also die private Nutzung des Firmen-Kfz, das musst du versteuern. Da reicht es dann nicht, wenn du das Ganze hier unten einfach einträgst, sondern hier musst du das Ganze tatsächlich bei den Betriebseinnahmen eintragen, weil du von der Steuer als Betriebsausgabe nur absetzen kannst, was du tatsächlich auch betrieblich genutzt hast. Also die betrieblich veranlassten Fahrten, die privat veranlassten Fahrten, musst du tatsächlich versteuern mit Umsatzsteuer und Einkommensteuer. Und zwar machst du das Ganze, indem du das Ganze hier einträgst, und zwar unter private Kraftfahrzeugnutzung. Ganz einfaches Beispiel, wenn du 30% private Fahrten hattest und insgesamt Kfz-Kosten hattest von 10.000 Euro in diesem Jahr, dann gehören dir 30% quasi privat. Das bedeutet, hier oben muss dann 3.000 Euro stehen und diese 3.000 Euro erhöhen dann tatsächlich die Betriebseinnahmen und mit den Betriebseinnahmen dann auch den Gewinn und damit dann auch die Steuerlast, die du zu zahlen hast. Das heißt, die Leistungsentnahme aus dem Unternehmen ist steuerpflichtig. Und das Ganze wäre natürlich super unfair, wenn das nur in die eine Richtung gehen würde. Aber das Ganze geht tatsächlich auch andersrum. Es ist nicht nur so, dass du die private Nutzung von Firmen-Kfz versteuern musst, sondern du kannst die betriebliche Nutzung von deinem privaten Kfz auch als Betriebsausgabe erfassen und damit deinen Gewinn reduzieren, obwohl du ja gar kein Auto im Betriebsvermögen hast. Auch wenn du ein Auto geliehen hast von deinem Ehepartner, Freunden, Familienangehörigen und so weiter, dann kannst du tatsächlich die gefahrenen Kilometer als Betriebsausgabe erfassen. Und auch das solltest du natürlich einmal im Jahr machen, zumindest spätestens einmal im Jahr. Und das kannst du machen bei Betriebsausgaben. Und zwar gucken wir bei den Betriebsausgaben einmal in die Kraftfahrzeugskosten. Und hier finden wir tatsächlich das Feld Fahrtkosten für nicht zum Betriebsvermögen gehörende Fahrzeuge, die Nutzungseinlage. Das heißt, das ist denn genau das Gegenteil. Und du kannst, wenn du dein privates Kfz für betriebliche Fahrten benutzt, 30 Cent pro gefahrenen Kilometer ansetzen oder du ermittelst die tatsächlichen Kilometerkosten, also wie teuer ist dieses Auto tatsächlich pro Kilometer, und dann nimmst du die tatsächlichen Kilometerkosten mal die gefahrenen Kilometer. Beispielsweise hast du ermittelt, dass dein Auto 57 Cent pro Kilometer kostet und du fährst 100 Kilometer, dann sind das 57 Euro, die du hier buchen kannst. Natürlich kannst du das nicht einfach hier direkt in die Einnahmenüberschussrechnung schreiben, also alles, was ich gesagt habe. Du musst also das Ganze für dich dokumentieren, den Wert ermitteln und dann kannst du diese Dokumentation, zum Beispiel dieses Excel-Dokument, du findest zum Beispiel für die Kfz-Versteuerung mal ein kostenloses Excel unten in der Videobeschreibung verlinkt, dann kannst du das für dich ausrechnen, dann lädst du das bei Belegen hoch und dann überweist du dir privat das Geld oder erfasst das Ganze einfach als Betriebsausgabe und darüber landen diese Kosten dann auch in dieser Berechnung. Und wenn du das alles gemacht hast, hast du fast eine richtige Einnahmenüberschussrechnung. Es gibt nämlich noch einen Bereich, um den du dich kümmern musst, und zwar die Abschreibungen. Da solltest du zumindest einmal drauf schauen. Und zwar finden wir die hier unter Betriebsausgaben unter Absetzung für Abnutzung. Und hier sehen wir, AFA auf bewegliche Wirtschaftsgüter sind 2045 Euro ungefähr. Das heißt, ich habe hier irgendwas abgeschrieben und wir können unser Anlagevermögen anschauen, indem wir hier oben einmal auf Belege gehen und dann auf Anlagen klicken. Und dann sehen wir, ich habe im Betriebsvermögen meiner Selbstständigkeit einmal eine Kamera, eine Sony Alpha und einmal ein MacBook Pro. MacBook Pros oder generell Computer müssen nicht mehr abgeschrieben werden seit einiger Zeit. Das heißt, ich konnte den gesamten Aufwand sofort als Aufwand buchen. Bei der Kamera ist das anders. Die Kamera muss über 7 Jahre abgeschrieben werden. Und da hat Safdesk dann einfach den monatlichen Betrag ausgerechnet. Und diesen monatlichen Betrag schreibt Safdesk jetzt so lange ab,
bis das Ganze ja auf Null gefallen ist. An dieser Stelle eine Einschränkung, was Safdesk nicht kann. Du hast bei Anlagevermögen tatsächlich die Möglichkeit, durchaus steuergestaltend tätig zu sein. Und ich möchte das hier an dieser Stelle nur einmal ganz grob sagen, was du machen kannst und wie du damit umgehen kannst. Du findest dann unten in der Videobeschreibung dazu jeweils vertiefende Videos. Und zwar kannst du einmal außerplanmäßige Abschreibungen vornehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind die Abschreibungen, wo ein Wirtschaftsgut schneller an Wert verliert. Einfach weil es kaputt gegangen ist, weil es dir verloren gegangen ist, weil es geklaut wurde und so weiter. Das sind die sogenannten außerplanmäßigen Abschreibungen. Dann gibt es Sonderabschreibungen. Mit Sonderabschreibungen kannst du relativ gezielt mehr abschreiben, als du normalerweise linear abschreiben würdest. Das kannst du immer dann machen, wenn dein Gewinn relativ hoch ist und du in dem Jahr aber gerne den Gewinn etwas drücken möchtest. Dann kannst du mehr abschreiben, als du normalerweise machen würdest. Dadurch erhöhst du die Betriebsausgaben, reduzierst den Gewinn und damit reduzierst du dann auch deine Steuerlast. Und die dritte Möglichkeit, wie du mit Abschreibungen Steuern sparen kannst, ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag. Beim Investitionsabzugsbetrag schreibst du schon Wirtschaftsgüter ab, die du noch gar nicht angeschafft hast, sondern die du erst im nächsten, im übernächsten oder erst in 3 Jahren anschaffen möchtest. Das heißt, du kannst heute schon Abschreibungsbeträge berücksichtigen und deinen Gewinn reduzieren, deine Steuerlast reduzieren, obwohl du diesen Gegenstand erst in den nächsten 3 Jahren irgendwann kaufst. Das sind also 3 Möglichkeiten, wie du noch mit Anlagevermögen Steuern sparen kannst. Kommt die Enttäuschung? Das Ganze kannst du mit Safdesk nicht machen. Das kannst du übrigens mit ganz vielen Online-Buchhaltungsprogrammen nicht machen, aber du solltest das Ganze wissen. Was wir bei Safdesk haben, ist eine Einnahmenüberschussrechnung ohne diese ganzen Möglichkeiten in Bezug auf das Anlagevermögen. Was du aber natürlich machen kannst, ist, du nimmst diese EÜR und überträgst die in die Anlage EÜR in der Steuererklärung, bei Elster Online beispielsweise. Und dann kannst du natürlich in der Anlage EÜR diese Dinge machen. Das heißt, dann kannst du da natürlich die Sonderabschreibung, den IAB oder die außerplanmäßige Abschreibung vornehmen. Gehen wir mal davon aus, dass wir das Ganze einfach nicht haben. Wir wollen einfach nur diese EÜR jetzt übertragen in die Anlage EÜR. Und dafür exportieren wir diese EÜR einfach mal als PDF. Ich klicke hier einmal drauf und kann das Ganze dann einmal öffnen und sehe dann hier ein relativ langes Dokument und sehe wirklich jedes einzelne Feld. Wir sehen auch, es gibt viele Felder mit 0 dazwischen, aber das sind genau die Felder, die wir jetzt bei Elster Online ausfüllen müssen. Und zwar einmal die Zeile und die Position. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal an und dafür wechsle ich auf Elster Online. Wir befinden uns bei Elster Online und auf der linken Seite unter Formulare und Leistungen, alle Formulare, finden wir die Gewinnermittlung. Und die Gewinnermittlung ist zum Beispiel die Einnahmenüberschussrechnung, also die Anlage EÜR. Also genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben gerade 2023 aufbereitet, da klicken wir also auf Weiter. Wir fahren fort ohne Datenübernahme, sagen wir wollen nur die Anlage EÜR ausfüllen und dann sehen wir schon das Formular. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite einmal die Struktur und wir gucken uns das einfach jetzt einmal ganz kurz an bei der Gewinnermittlung die Betriebseinnahmen. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel Feld 11, also die Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Und dann wechseln wir einmal auf das PDF, also den Export von Safdesk und sehen auch hier Zeile 11. Das sind die Betriebseinnahmen als umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Fantastisch. Da muss also 0 drin stehen. Das heißt, hier können wir einfach 0 eintragen oder wir lassen es einfach weg. Aber wir können auch einmal schauen, was ist das erste Feld, wo wir es eintragen müssen. Die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen, das ist Feld 14. Das heißt, wir müssen Feld 14 ausfüllen. Dann scrollen wir ein wenig und sehen hier Feld 14. Dann gehen wir einmal rüber, sagen, wir kopieren das Ganze einmal und können das dann bei Elster einfach einfügen. Und hier sagen wir einfach Betriebseinnahmen und sagen dann Haken dran und gut ist. Und genau so machen wir das bei allen Feldern aus diesem PDF und haben dann so aus der Einnahmenüberschussrechnung die Anlage EÜR in Elster Online gemacht und in Elster Online können wir das Ganze, nachdem wir es eingegeben haben, noch einmal überprüfen und dann direkt an das Finanzamt schicken und damit haben wir dann die Anlage EÜR erfolgreich ausgefüllt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt auch erfolgreich deine Anlage EÜR ausgefüllt. Wenn du dazu noch Fragen hast, zu Selbstständigkeit, zu Anlage EÜR, zu Safdesk und so weiter, dann schreib mir doch gern einen Kommentar. Und wenn du dir gedacht hast, dass das Safdesk ganz schön aussieht und du das auch mal ausprobieren möchtest, dann klick mal auf den Link unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir 50% Rabatt bei Safdesk sichern. Ich verlinke dir das Ganze auch noch einmal hier. Sonst findest du natürlich auch alle vertiefenden Videos unten in der Videobeschreibung oder direkt hier oder hier.